Moin Moin, herzlich willkommen zum M615 zu heute Mario Kart 8 Deluxe. Wir fahren nun die nächste Strecke, beziehungsweise das nächste gespiegelt. Wir fahren nur noch mit Luigi. Danach fehlen jetzt noch zwei Charaktere, mit denen wir noch gar nicht gefahren sind, nämlich mit Yoshi und mit Schreikerei. Und da werden wir das relativ ausgeprägt machen, denn es gibt ganze 9 Yoshis und es gibt ganze 9 Shy Guys. Und dementsprechend werden wir mit diesen Fahrern dann jetzt die nächsten Tage regelmäßig fahren. Aber als erstes mit Luigi. Bitte kein Bike, bitte kein Bike. Ja, es ist kein Bike. Es ist zumindest kein Bike. So, ja komm, wenn wir dann Rallye fahren, dann erst recht. Und ich weiß gar nicht, mit welchem Gleiter wir fahren sollten. Wir fahren mal mit dem hier. So, wir fahren heute den Spezialcup. Aufgespiegelt, auf in neue Ufer. Ja, nächste Woche fahren wir dann die ersten Retro-Strecken, beziehungsweise die nächsten oberen Strecken, also neuen Strecken von Mario Kart 8, ne? Mario Kart 8 Deluxe, neue Strecken, DLC, kommen nach dem 200er Cup. Also, wir sind schon bald dran. Also, Leute da draußen, das wird schon. So, also Silberpfeil. Die sind ja rausgekommen, damals anlässlich, glaube ich, vom Jubiläum, glaube ich, von Mercedes, ich glaube schon. Extra, glaube ich, ein Jubiläum damals bei Mario Kart 8. Deswegen es dann diese, kuriosen Autos gab. Die haben man tatsächlich auch in dieses Spiel hier rein integriert. Also ich habe mich so ein bisschen, weiß nicht. Ich fand sie ehrlich gesagt so ein bisschen unnötig. Aber das ist eben meine Meinung. Ne? Das ist ja nicht die Massen. Wobei, vielleicht ist das auch die Massenmeinung. Also ihr da draußen, schreibt es mal in die Kommentare. Was ihr denkt, so ist das überhaupt tauglich, so ein so McLaren, der ist McLaren, ist schon. Wir sind bei Formel 1, ja, Formel 1, morgen, morgen kommt Formel 1, mit dem guten Flui vor Aufzeichnung zu Formel 1 kommt immer Sonntag. Bei Free Live gucken oder eben auf Twitch. Wenn ich. Diejenigen, die es nicht wissen sollten. Zwischendurch muss ich es ja immer mal wieder ankündigen. Weiß ja nie. Von wegen. Das habe ich auch schon mitgekriegt. Ich weiß, ich springe jetzt schon wieder vom Thema zu Thema. Ich habe auch schon wieder mitgekriegt, dass es ja einige Leute gibt, da tatsächlich irgendwelche Videos von irgendwelchen Leuten irgendwo dann runterladen und sich dann auf ihren Kanal rauftun und denken so von wegen, ja, das ist meins. Leute da draußen, also sagen wir es, wie es ist. Wenn ihr mich irgendwo seht, ihr irgendwo immer 6510 seht, wisst ihr, das ist nicht echt. Selbst wenn derjenige so tut, als ob er immer 6510 wäre. Müsst ihr mal fragen. Der echte immer 6510 antwortet euch relativ schnell. So also ein falscher 50er, wer weiß, wie schnell der aber darauf reagiert. Der muss ja auch erstmal den echten fragen, weißt du? Der muss auch erstmal den echten fragen. So, Luigi gewinnt. Ja, Luigi ist ja eh mein Lieblingscharakter. Sollte man bereits auch kennen, als Alteingesessener. Sollte man das auch wissen? Darum wollte ich tatsächlich Luigi so möglichst so weit hinten wie möglich zeigen. Um einfach dann hier nochmal zu beweisen, yo, das ist ein cooler Dude. So. Sauber. Mario richtig reingefahren, als ob er so eine Ideallinie fahren würde, weißt du? Habe ich oftmals das Gefühl, dass die CPU hier in der Regel
versucht, immer Ideallinie zu fahren. Auch eine Frage, die man sich bestimmt vielleicht stellen könnte, so von wegen immer, und warum bist du denn nicht Zeitfahren mit Luigi gefahren, sondern mit dem Mii? Weil, das habe ich ja schon im Video gesagt, der Mii relativ ausgeglichene Werte hat. Und du dann auf unterschiedlichen Strecken halt auch unterschiedlich reagieren kannst. Das war nicht sehr gut. Und ja, je wahrscheinlicher. Das wird auch nicht gut. Ne, weil. Das habe ich schon bei anderen gesehen. Ne? Je unterschiedlicher die Strecken sind, je unterschiedlicher der Fahrer ist, desto schwieriger kann es eben auch mal sein, sowas zu fahren. Gleich erstmal weiter. Erstmal muss ich hier den blauen Panzer abwehren. Danke. So, und zwar war das so, dass ich ja gesagt hatte, dass ich ja in der letzten Folge, bei Zeitfahren noch gesagt hatte, so von ganz großkotzig, so von wegen, alles easy going. Ich habe tatsächlich mir einige YouTuber angeguckt und einige Streamer angeguckt, die sich tatsächlich richtig Probleme hatten. Wo ich so gedacht habe, so, okay, eigentlich dachte ich, dass das hier wirklich richtig einfach ist. Klar, es gibt da einige Strecken, die dabei waren. Ja, das habt ihr ja auch gesehen. Die waren dann auch schon wirklich schwierig. Gebe ich zu. Aber bei denen war das auch oftmals so, dass sie eben Charaktere genutzt haben. Vielleicht deren Lieblingscharaktere. Und eben dann nicht gut genug geeignete Geschichten. Weißt du, wo du eigentlich im Endeffekt weißt, das passt nicht. Ne, da hast du so eine Strecke, wo du relativ viele Kurven fahren müsstest eigentlich und hast dann ein schnelles Auto. Ja, wenn du das Handling dann gut drauf hast, also du ein erfahrener, guter Spieler bist, auch mit einem starken Handling, dann geht das alles easy. Dann ist alles easy, dann durch. Aber manchmal ist es eben auch so, dass es eben nicht möglich ist. Und du fragst dich so, warum? Na, deswegen. Also für diejenigen, die jetzt einschaltet haben und sich fragen, immer, und du hast ja jetzt eben mit dem goldenen Reifen gefahren. Wie hast du die hingekriegt? Schaut euch dementsprechend das Zeitfahren an. Da haben wir das Ganze gemacht. Diese Strecke, interessanterweise, egal ob wir sie jetzt richtig rum oder falsch rum fahren, ich tue mich immer ab dem Zeitpunkt schwer, wenn der Steinbowser im Endeffekt diese Platten hat. Diese Platten, versucht einzuschlagen. Tue ich mich jedes Mal schwer. Ups, gefangen spiegelt. Sorry. Falscher Drifter. Tue ich mich jedes Mal schwer. Egal, ob wir jetzt nun links fahren, rechts fahren, wie auch immer. Sauber. Heute doch gar nicht gesehen. Boah, ja, ich weiß, ich habe gerade gebremst. Ich habe tatsächlich bremsen müssen, weil ich einfach zu weit gefahren bin. So. Habe ich einen blauen Panzer gehört? Selbst wenn, ist es jetzt egal. Schön Schatten nehmen. Boah, Mario, ist schneller. Dass er auf längere Distanz nicht schneller ist. Okay, 6 Münzen. Auch eine Geschichte, die habe ich beim Zeitfahren nicht erzählt. Kann ich hier jetzt sofort machen nochmal. Deswegen ist, weil ich hatte mich gewundert beim Zeitfahren, warum die Geister ja in der Regel immer als erst in der ersten Runde Münzen einsammeln, bis zum geht nicht mehr. Und danach versuchen erst überhaupt schnell dabei zu sein. Das liegt daran, dass du tatsächlich, wenn du mehr Münzen hast, dein Turbo schneller ist. Auch wenn er nur ganz minimal schneller ist. Aber schneller ist schneller, die auch dementsprechend dann beim Zeitfahren eventuell Relevanz zeigen kann. Wobei können sind. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das.
Erster. Dankeschön. Ich weiß, Applaus. Ja, komm, Leute, ihr braucht jetzt keinen Applaus geben. Alles wird gut. Alles wird gut. Letztes Rennen. Nächstes Rennen. Letztes Rennen. Dann geht's erst wieder nächste Woche weiter, ja. Ja. Müsst ihr am Wochenende, wie gesagt, Wochenende hier, ne? Dritte Liga geht aber los. Zweite Liga, zweiter Spieltag. Wie wird's weitergehen? Wird der Emmon richtig getippt haben? Das werdet ihr alles sehen. Das werdet ihr alles sehen. Hoffentlich. Bin ich jetzt zu früh gesprungen? Nee. Hatten wir ja auch schon mal, dass wir hier einfach zu früh gesprungen sind. Und dadurch, dass wir zu früh gesprungen sind, dass er dann ja, warum auch immer, dann die Kante nicht erwischt hat. So, Regenbogenboulevard. Die Strecke, die eigentlich nur Leute können, die dieses Spiel können. Weil ich das mittlerweile langsam aber stetig für einen Mythos halte. Ja, Regenbogenboulevard ist immer schön die schwierigste Strecke. Ah, sagen wir es, wie es ist. Also diese Regenbogenboulevard. Warum haben die hier alle gefühlt 1000 Panzer? Noch einer. Ich weiß, dass ihr jetzt alle nicht wollt, dass ich hier... Ja. Aber irgendwann ist ja auch hier Mut. Nimm mal gut, ne? Auch mal drei. Das war mal ein Move, der so überhaupt nicht beabsichtigt war, aber ist egal. Gut. Letzte Runde. Ein Schutz hatte ich. Einmal schützen hätte ich mich können. Echt jetzt? Oh Mann. Ja, wollte schon sagen. Hätte ich mich jetzt schon wieder zurückgestuft, wäre es richtig albern gewesen. Also, come on. Pilz. Pilz hier ist schwierig. Ja. Ja. So, jetzt muss ein Wunder her. Und genau das Wunder kriegen wir. Aber genau das Wunder. Was für ein Rennen! Ja, also was für ein Rennen und ich muss es sagen und es wird auch so sein, es ist ein Highlight-Rennen. Also komm, so viel rote Panzer wieder am Ende waren, also es wird zwischendurch so viele rote Panzer. Dann hatten wir hier eben eine Aufholjagd im Endeffekt vom Platz 6, kurz vor Ende waren wir dann noch 6. Und jetzt, also das ist ein Highlight-Rennen. Dementsprechend, Leute, markiert ihr diesen Teil, beziehungsweise liked diesen Teil, damit ihr am Ende auch wisst, welche Highlight-Rennen wir denn überhaupt hatten. Weil vielleicht gibt es ja eventuell am letzten Teil sowas wie ein Gewinnspiel, wer weiß. Auf jeden Fall ist das definitiv hier ein Highlight-Rennen gewesen. Also definitiv. Und wir gewinnen an Abschluss hier also definitiv doch nochmal Gold. Und auch mit Sternrang. Das ist ja das, was eigentlich immer das Wichtigste ist. Wir holen die Sachen mit Sternrang. Und das haben wir heute hier hingekriegt. Auch wenn das wieder nur ein Stern ist. Es ist ja egal. So, 1800 Münzen. Das ist schon mal eine schöne Geschichte. Abspann brauchen wir nicht. Abspann brauchen wir nicht. Danke. Abspann brauche ich nicht. Nein. Nein. Abspann brauche ich nicht. So, apropos Abspann brauche ich nicht. Da sieht man, wir haben schon 1948. Das heißt also, es kommt, da kommen noch welche. Da kommen noch welche. Und ihr hoffentlich kommt auch nächstes Mal wieder zu diesem Kanal, zu diesem Video. Und ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, Like da lassen. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.